Mein nächster Gast war einer, der auch mal gehandelt wurde für das Kanzleramt. Das war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und dann kam ein Sturz, den er im Nachhinein als Glücksfall bezeichnet hat. Aber wie blickt er denn heute als ehemaliger Verteidigungsminister auf diese Debatte, die wir jetzt haben, um möglicherweise eine Neuanführung der Wehrpflicht? Und wie blickt er als ehemaliger Polizist auf die Schattenseiten der Macht? Herzlich willkommen. Hier ist der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Georg Theodor zu Guttenberg. Karl Georg, das ist der einzige Vorname, den Sie nicht haben, oder? Hallo. Sie haben, glaube ich, 17 Vornamen. Georg gehört jetzt nicht dazu, ne? Georg gehört tatsächlich nicht dazu. Nein. Sebastian ist dabei, Silvester, Franz. Sebastian ist auch nicht dabei, aber sonst ziemlich viele. Ja. Franz, Maria, irgendwas. Sie haben das letzte Mal, als ich Sie zu Markus Söder gefragt habe und der Frage, ob er denn ein guter Kanzler wäre, sehr, sehr, sehr lange geschwiegen. Wollen Sie mich wieder schweigen lassen? Nee, ich hatte mir gedacht, vielleicht, weil es ja sein kann, dass die Frage sich bald stellt, haben Sie eine andere Antwort? Ich fand die Debatte gerade ganz lustig. Also, ob er sich Minister vorstellen könnte. Jetzt, angesichts der Reisetätigkeit der letzten Wochen könnte man meinen, das Außenministerium wäre etwas. Oder er war in China. Oder Bundesbeauftragter für Instagram-Fragen könnte vielleicht auch noch ein Ansatz sein. Nein. Also, jetzt bei allem Sport. Es ist ja gut, dass der bayerische Ministerpräsident in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und das soll er auch sein. Und ich glaube allerdings, dass momentan auch Friedrich Merz in dieser Frage ein absolutes erstes Say hat, wie man so schön sagt. Ja. Und der andere hält sich im Gespräch. Hält sich im Gespräch. Ich muss Ihnen das zeigen, weil Herr Söder Ihnen bei einem seiner letzten Besuche bei uns hier auch etwas hat ausrichten lassen. Das spielen wir mal ein. Ich habe ja gehört, dass er jetzt Schriftsteller, Romancier, Entertainer wird und wünsche ihm dabei wirklich das Beste von Herzen. Was er alles macht außerhalb der Politik, sei gern unterstützt. Das können Sie jetzt zurückgeben. Das Beste von Herzen außerhalb der Politik. Wenn er mich unterstützt, muss er einfach nur mein Buch kaufen. Das wird er bestimmt tun. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also ich meine, wenn diese Koalition bricht, und wir hatten hier vorher so eine kleine Debatte, die ja gezeigt hat, wo die großen Unterschiede sind. Was soll dann die Union machen? Wie schnell muss es dann gehen? Und ist es dann auf jeden Fall Herr Merz oder gibt es dann auch Herrn Wüst noch in der Debatte? Was glauben Sie, der das ja lange beobachtet hat, wie solche Dinge laufen? Na, ich bin da mittlerweile furchtbar weit weg von also der Szene als solches. Ja. Ich kann auch nur als Beobachter hier Ihnen versuchen, eine Antwort zu geben. Und ich habe den Eindruck, dass sich, wenn es jetzt schnell gehen sollte, dass es dann auch sehr schnell auf Friedrich Merz zulaufen würde. Er nur ist der Parteivorsitzende, er ist der Fraktionsvorsitzende. Und wenn die Koalition halten sollte, beziehungsweise jetzt eine Minderheitsregierung, was ja heute Abend auch schon diskutiert wurde, dann kann man nur hoffen, dass alle mal das Wasser halten können so lange. Das Wasser halten. Gut, wir kommen zu den wirklich ernsten Themen und zu dem, was Sie ja auch beobachten, denn Sie haben lange Zeit in den USA gelebt. Sie sind noch Mitglied der Atlantikbrücke. Jetzt ist diese Entscheidung endlich getroffen worden, eben im Repräsentantenhaus. Es gab davor eine Blockade. Wir haben gerade darüber gesprochen, ob Donald Trump einen Sinneswandel hat, wenn er jetzt sagt, wir sind uns alle einig, dass das Überleben und die Stärke der Ukraine für Europa viel wichtiger sein sollte als für uns. Aber es ist auch für uns wichtig, beweg dich, Europa. Hat er seine Haltung zur Ukraine Ihrer Meinung nach verändert? Oder ist es einfach das alte, ewige Lied, Europa, sorg für deine eigene Sicherheit? Also zum einen sind viele seiner Haltungen einer ständigen Veränderung unterworfen. Mhm. Und das ist natürlich auch getrieben von Stimmungslagen. Er ist jemand, der Stimmungslagen selbst zu treiben in der Lage ist und imstande ist. Und er wird immer wieder transaktional denken. Mhm. Denkt in Dealstrukturen. Und ich habe schon auch die Befürchtung, dass er einen schnellen Deal, sollte er gewählt werden. Und das ist tatsächlich wirklich noch lange nicht der Fall. Ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr knappes Rennen werden wird. Aber sollte er gewählt werden, glaube ich, dass er sehr schnell einen Anlauf nehmen wird, um genau diesen Aspekt einzutöten. Und welche Art von Deal könnte das dann sein? Darüber haben wir ja auch gerade gesprochen. Das, was für ihn im Grunde immer wieder eine Vorstellung war und womit auch momentan sehr hart Wahlkampf betrieben wird, ist der ungerechtfertigte Vorwurf an Biden, er hätte zwei Kriege zu verantworten. Und letztlich als Friedensschaffender sich hinzustellen, in den Augen der breiten Bevölkerung in Amerika allerdings als
Konfliktbeförderer damit im Zweifel für Europa und als Totengräber aller ukrainischen Vorstellungen. Das ist das Wechselspiel, mit dem er am Ende jonglieren muss. Und er wird das im Zweifel so zynisch machen, wie er schon andere Entscheidungen getroffen hat. Und zynisch heißt im Ergebnis für die Ukraine nichts Gutes. Das wäre für die Ukraine, so wie es sich jetzt abzeichnet, ein Desaster. Sie haben nach dem Ausstieg aus der deutschen Politik eben in den USA gelebt und haben da auch bestimmt Leute getroffen, um aus dem Aspekt nochmal zu kommen, die gesagt haben, Europa macht zu wenig. Mhm. Ist diese Haltung stärker geworden? Diese Haltung ist insbesondere eine, die über die Parteigrenzen hinweggeht. Also man macht es sich da manchmal sich hier zu einig. Leicht, dass man glaubt, das sei jetzt ein rein republikanisches Denken oder ein Vorwurf, der aus dieser Ecke käme, sondern es bei Demokraten auch tief verankert. Was man bei Trump befürchten muss, jetzt hat man sich ja gerade mal so wohlig zurückgelegt und sagt, ach, wir haben jetzt unsere 2% endlich erfüllt, auf so eine halbe Sicht. Also wenn man den Gedanken mal ein bisschen weiterführt, ist man da auf einer ganz schiefen Ebene. Ein Trump spekuliert jetzt schon und sein Umfeld lässt das auch immer wieder uns wissen und ich hoffe nur, dass der Weckruf hier auch ankommt. Man könnte genauso gut über 3% nachdenken und die 3%, da kann ich dann nur sagen, gute Nacht angesichts der Haushaltslagen, die wir hier haben. Wahlkampf in den USA ist härter als in Deutschland. Sie haben es gerade gesagt, Donald Trump stellt sich als ein Friedensfürst dar, vor allem aber stellt er seinen Konkurrenten, den jetzigen Präsident Biden, als ziemlich mau dar. We have a president that can't put two sentences together. We have a president that can't find the stairs off a stage. We have a president that doesn't know what the hell he's doing. And we could end up in a world war. So, und den Punkt würde ich gerne nochmal mit ihm besprechen. Diese Drohung, wir könnten in einem Weltkrieg landen. Sehen Sie ein Szenario, wo man hineinstolpert in so eine Situation? Also, was mich wirklich sehr besorgt, ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen Konflikte, die wir haben, die ja enger miteinander verknüpft und vernetzt sind, als man glaubt. Also wenn man den Nahostkonflikt sich jetzt gerade anschaut, wenn man den Krieg in der Ukraine betrachtet, wenn man sieht, welche Spannungsfelder sich beispielsweise im Südchinesischen Meer jetzt auftun, nicht nur in dem immer wieder beschriebenen Taiwan, sind das viele Dinge, die ineinander greifen. Und jetzt gibt es ein Aspekt, der aus dem Trump-Lager ganz gerne befördert wird und der auch aus Teilen der israelischen Regierung immer mal wieder so ein bisschen raussickert. Dort wünschte man sich, Netanyahu wünscht sich einen Präsidenten Trump. So, und jetzt gibt es, das ist letztlich ein hoffentlich nie eintretendes Szenario, aber schon auch Gedankenspiele, von denen man immer wieder hört, dass man sagt, naja, man könnte ja den Konflikt mit Iran etwas anheizen, um letztlich etwas zu schaffen, was ein Desaster für Biden wäre, nämlich dass plötzlich ein Krieg im Nahen Mittleren Osten zusätzlich noch ausbrechen würde. Das ist das Letzte, was die Amerikaner sich wünschen würden. Das würde einem Trump in die Hände spielen. So, ich halte die Möglichkeit, dass das so gedacht und geplant wird, weiterhin für gering. Aber allein die Tatsache, dass das diskutiert wird, zeigt, auf welch dünnem Eis man sich hier bewegt. Ja. Und das ist etwas, wo ich, das hätte natürlich schon dieses Eskalationspotenzial, wenn das dann weiter in die anderen Konflikte hineingreift, ist jetzt nicht, ich würde nicht mit Weltkriegsgedanken spielen, aber ich glaube, Kriege können sich ausweiten, insbesondere die wir gerade haben. Ist Deutschland eigentlich auf dieses Szenario Ihrer Meinung nach irgendwie schon gut genug vorbereitet? Es beginnt sich einzurichten in einer sehr ungemütlichen Lage. Es gibt einen Verteidigungsminister, der die Wehrpflicht abgeschafft hat. So wurde es immer geschrieben, 2010. Ausgesetzt. Sie haben darauf bestanden zu sagen, ausgesetzt. Und das hat der Verteidigungsminister damals schon eben gesagt, als diese Wehrpflicht ausgesetzt wurde mit diesen Worten. Bei der Frage der Wehrform, der künftigen Gestaltung der Wehrpflicht, ist es mir außerordentlich wichtig, dass wir die Wehrpflicht im Grundgesetz behalten, weil ich wundere mich immer wieder über den ein oder anderen Schlaumeier, der weiß, wie in 20 oder 30 Jahren die Welt aussieht. Ich weiß es nicht und ich glaube, dass wir deswegen die Möglichkeit brauchen, künftig auch junge Menschen zu ziehen, wenn es denn notwendig sein sollte. An welchen Schlaumeier haben Sie gedacht eigentlich? Also an die, die gesagt haben, man muss die Wehrpflicht beibehalten oder an die, die gesagt haben, lass sie uns doch gleich ganz abschaffen? Ich glaube, jeder, der ein apodiktisches Urteil fällt, läuft Gefahr, Schlaumeier zu sein. Okay. Also aber das ist mir auch gelegentlich passiert. Und wie ist es jetzt heute? Also es ging schneller als eben 20, 30 Jahre. Das letzte Mal hier im November haben Sie gesagt, Sie glauben nicht, dass die Wehrpflicht wiederkommt.
Glauben Sie es jetzt ein bisschen mehr, wo der Bundesverteidigungsminister, wo der Bundesverteidigungsminister quasi dann doch alle darauf vorbereitet, jedenfalls über Formen? Ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt gehabt. Mhm. Ich habe also zum einen, das habe ich damals auch schon gesagt, ich hatte vom Grundsatz her eine Sympathie für ein funktionierendes Modell der Wehrpflicht, aber nicht für ein vollkommen abgewirtschaftetes Modell. Wie es war, genau. Und gleichzeitig muss man sich aber ehrlich machen, wenn man die Debatte heute führt. Und darauf habe ich, glaube ich, im November auch bereits hingewiesen, dass ich gesagt habe, wenn man über eine Wiedereinführung eines Modells, das dem nahe kommt, was wir mal hatten, also zumindest einem besseren Modell als dem, was wir hatten, dann braucht man dafür unfasslich viel Geld. Und dieses Geld wächst, wie wir wissen, nicht auf den Bäumen. Da reicht kein 100 Milliarden Sonderpaket, sondern da wird man, wenn man das über Jahre hinweg finanzieren will, wird man wahrscheinlich über ein ähnliches Sonderpaket nochmal nachdenken müssen. Und da kann ich nur viel Freude wünschen, wenn es dann in die Budgetverhandlungen geht. So, und jetzt kommt die Einschätzungsfrage. Sie haben die politischen Akteure ja zum Teil gesehen und Sie kennen ja auch ganz viele noch. Und glauben Sie, diese politische Klasse, die jetzt das zu entscheiden hat, wird sich darauf einigen, diese Ausgabe dann auch zu tun, weil in der Nachbarschaft solche Dinge passieren? Also die Ausgangslage ist eine andere und ich glaube, die Erkenntnis, dass mehr gemacht werden muss für die eigene Sicherheit, als wir damals getan haben oder als wir damals eben nicht getan haben, ist gewachsen. Auf der anderen Seite gibt es relativ klare Aussagen aus der FDP, auch von den Grünen, aus Teilen der SPD, die man jetzt nicht als wehrpflichtromantisch bezeichnen könnte. So, wenn Sie selbst über ein sogenanntes schwedisches Modell jetzt nachdenken, was wo alle mal gemustert werden und dann werden aber nur die genommen, die sich tatsächlich freiwillig melden und die geeignet werden. Richtig, aber auch Männlein und Weiblein beispielsweise. Und das sind alles Punkte, die verfassungsrelevant sind. Und wir werden für selbst eine einfachere Einführung eines solchen neuen Modells wahrscheinlich sogar eine Verfassungsänderung brauchen. Da sind wir wieder bei der Zweidrittelmehrheit, war ja heute Abend auch schon ein Thema. Und da kann ich nur sagen, diese Zweidrittelmehrheit, da muss man schon viel Fantasie aufbringen, in der jetzigen Konstellation, trotz geänderter Sicherheitslage, das zu bekommen. Sind Sie eigentlich noch ein Optimist, wenn Sie sich so mal anschauen, wie sich die Weltlage verändert hat, seitdem Sie das Amt verlassen haben? Ich war damals auch nicht wirklich Optimist, was die Weltlage anbelangte. Mhm. Ich bin in meinem Leben durchaus ein Optimist geworden, aber ich mache mir schon sehr viel Sorgen. Und das Zusammenspiel und die Rasanz der Konflikte und die Komplexität, die dazu kommt, insbesondere etwas, was noch viel zu sehr ausgeblendet wird, alles, was sich im Bereich der neuen Technologien abspielt, wenn Sie jetzt diesen ganzen militärischen Bereich jetzt mal erweitern, beispielsweise mit den Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz heute schon bietet, künftig bieten wird, das sind Dinge, die entziehen sich fast menschlicher Kontrolle. Mhm. Oder zumindest dem, was heute gedacht wird. Und ich hoffe, dass wir gut genug, auch inhaltlich und geistig gut genug aufgestellt sind, um dem zu begegnen. So, und dazu kommt dann noch die Klimakrise. Mhm. Ihr Vater, Enoch zu Guttenberg, Dirigent und Umweltschützer, war aus diesem Grund schon vor vielen Jahren sehr pessimistisch und hat das einmal in einem Filminterview auch gesagt. Das ist 1998. Er spricht davon in diesem Ausschnitt, den Sie sehen, dass er glaubt, die Menschheit wird aufgrund ihres Verhaltens aussterben. Dagegen halten die Söhne. Ich bin absolut hoffnungslos. Ich glaube auch nicht, dass das ein schnelles Aussterben ist, sondern es wird ein ganz schweres, langes Dahinsiechen sein, dieser Art auf diesem Globus. Ich gehe das sehr viel optimistischer an und glaube, dass man gerade mit vorgelebter Hoffnung da sehr viel mehr erreichen kann und mit Hoffnung eben auch das bestätigen kann, was man im Grunde, wofür man kämpft. 1998. Können Sie den Pessimismus des Vaters heute ein bisschen besser nachvollziehen? Ich habe mich immer gegen seinen Pessimismus gewehrt und er war fast ein Apokalyptiker, was sein Weltbild anbelangt hat. Und da hat es auch immer mal wieder entsprechend geknistert zwischen uns, obwohl wir uns sehr gemocht haben. Und was ich nachvollziehen kann und wo ich ihm Unrecht getan habe, auch in den frühen Jahren, ich habe bestritten, auch aus so einem gewissen Jugendlichen, wir waren schon vorhin schon beim Klugscheißen, also aus so einem gewissen jugendlichen Besserwisserei heraus, habe ich damals einfach bestritten, dass was er gesehen hat am Horizont, was mit dem Klima passiert.
Und da hatte er in vielen Punkten recht. Mhm. Trotzdem bleibe ich Optimist und glaube, dass uns doch noch Mittel an die Hand gegeben sind, um dem zu begegnen. Allerdings nicht auf einem Niveau, dass wir dorthin zurückkehren, von wo er kam und wo wir waren. Ich habe mir diese Passage auch nochmal unter einem völlig anderen Aspekt angeschaut, weil Sie gerade in dem Podcast zu Depressionen mit Harald Schmidt ein großes Interview geführt haben, wie ich finde, wo Sie darüber reden, wie Ihre eigenen Depressionen waren. Und Sie sagen, das ist auch eine Veranlagung. Mhm. Und dass Ihr Vater offensichtlich unter Depressionen auch gelitten hat. Aber das war nichts, was die Familie wirklich realisiert hätte oder was eben er auch dann irgendwie angegangen wäre, oder? Er ist es nie angegangen. Er war Künstler, Dirigent und er hatte immer Sorge und das hat er uns auch so nie mitgeteilt, seine Erkrankung. Er hatte immer Sorge gehabt, dass wenn er es behandeln ließe, insbesondere auch medikamentös behandeln ließe, dass er seine Kreativität dabei verlieren würde. Und das ist eine tief sitzende Angst bei vielen Künstlern, die einer solchen Erkrankung unterworfen sind. Und trotzdem, wir Kinder haben das erkannt. Ich selbst habe viel zu spät erkannt, dass ich eine ähnliche Veranlagung hatte. Und die ist dann gekommen oder getriggert worden nach dem Rücktritt. Da haben Sie gesagt, Sie haben so etwas wie eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen, was deshalb überraschend ist, weil ich kannte das nur von Soldaten, die wirklich Schweres erlebt haben im Feld. Wie sind Sie damit umgegangen, mit dieser überraschenden Diagnose? Also zunächst einmal war der Trigger nicht alleine jetzt der Rücktritt oder die politische Arbeit, sondern es war bei mir lange veranlagt und ich habe es einfach nicht wahrnehmen wollen. Ja. Und der Rücktritt hat aber natürlich nochmal etwas ausgelöst, weil es haben da schon Kräfte gewirkt, die zumindest mich substanziell berührt haben. Und ich fand mich damals vollkommen idiotisch mit der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung, insbesondere weil ich ständig mit Soldaten zu tun hier hatte und auch Verantwortung für diese Soldaten getragen habe und gemerkt habe, durch welche Höllen diese Menschen gegangen sind. Und ich mir gedacht habe, was soll das, du Blödmann, wenn du dich jetzt plötzlich beginnst zu beschweren, eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund eines vergleichsweise lachhaften Rücktritt angesichts dessen, was die durchmachen mussten. Und dann habe ich mir erstmal Hilfe geholt, trotz allem. Und dann war das aber so, dass, da muss das ja auch passen, dass ich dann dazu neigte, erstmal den Therapeuten zu therapieren. Und das hat dann auch nicht so wirklich funktioniert. Und dann dauerte es aber etwas länger. Und dann wurde auch einfach eine Depression diagnostiziert. Und der habe ich mich dann angenommen. Aber dafür musste ich in ein anderes Land, Frau Maischberger. In die USA, wo mit psychischen Erkrankungen anders umgegangen wird. Und wo sehr viel offener damit umgegangen wird, auch manchmal mit einer gewissen, das klingt jetzt fast bizarr, mit einer gewissen Fröhlichkeit. Da redet man am Abend, beim Abendessen mit wildfremden Menschen über diese Form der Erkrankung, wie man über eine Mandelentzündung spricht und tauscht dann auch untereinander, wie man Hals-Nasen-Ohren-Arzt sich empfiehlt, tauscht man sich den besten Therapeuten aus. So. Und den habe ich mir dann endlich genommen, den auch gefunden und war dann nach einem Jahr auch durchtherapiert. So, jetzt habe ich lange mit mir gerungen, ob ich darüber spreche. Und weil man öffnet sich schon in einer Weise, man gibt schon einen Teil seines Inneren, in dem Fall nach außen. Absolut. Ich habe nur einfach das Gefühl gewonnen, dass in unserem Land noch sehr verdruckst mit der Thematik umgegangen wird. Und dass insbesondere viele Menschen eine Scham empfinden, darüber zu reden. Und wenn man da einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass man, und es sind Millionen betroffen, das sind jetzt nicht ein paar Hunderttausend, sondern das sind Millionen und Abermillionen, die eine psychische Erkrankung haben. Und wenn man da ein bisschen einen kleinen Anstupser geben kann, damit offener umzugehen, ist es das vielleicht wert. Ist ein glänzendes Gespräch, ich kann das nur empfehlen. Eine letzte Frage habe ich trotzdem. Weil Sie sagen, also die Politik war keine Ursache, aber ist es richtig, wenn man sagt, die Politik ist jetzt kein besonders gutes Umfeld für jemanden, der so eine Veranlagung hat, weil sie einfach doch so viele, ich weiß nicht, so viele Mechanismen hat, die einen doch eher nicht gut tun, gesundheitlich? Also sagen wir mal, meine Fröhlichkeit befördert hat es sicher nicht. Und auch wenn ich nach außen ein anderes Bild abgegeben habe, das ist aber oftmals auch etwas, was damit einhergeht. Und wenn man so der Strahlemann dann ist und wenn man manchmal hinter gewisse Strahlemänner blickt, merkt man auch da, dass vielleicht die ein oder andere Synapse sich in die falsche Richtung bewegt hat. Also das Geschäft ist nicht wirklich gnädig mit einem. Aber gut, auf der anderen Seite darf man sich nicht beschweren. Wenn man hineingeht, muss man wissen, dass man dieser Hitze ausgesetzt ist. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn es bei mir früher oder wenn ich diese Diagnose früher zugelassen hätte, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen früher rausgegangen und vielleicht mit etwas weniger Trubel.
Und wieder rein, das wollen Sie immer noch nicht. Ich frage Sie das jetzt jedes Mal, wenn Sie kommen. Nein, da müsste ich ja demnächst hier mit Herrn Kubicki sitzen und darauf verzichten. Oder mit Herrn Söder. Darauf verzichtet er gerne, glaube ich. Okay, vielen Dank fürs Kommen heute. Karl sehr, sehr gerne. Zu Gutenberg. Dankeschön. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.